Ja, den... Nein, den Scar war schon lange her. Lord Stängelspeer haben wir geschafft. Kurz war mein Internet weg, ich musste das neu starten. Lord Stängelspeer haben wir aber geschafft. Jetzt steht... Ich hatte gehofft, Riesenflosse aus dem Weg gehen zu können. Nun ja, für Ruhm und Ehre. Genau, steht Riesenflosse auf dem Plan. Was kann Riesenflosse? Riesenflosse kann so viele Karten ziehen wie... so viele Karten wie euer Gegner, ja. Bis er so viele Karten hat wie ich auf der Hand. Das heißt, ich spiele ganz klar Freeze Mage oder Handlock. Nein, natürlich nicht. Wir wollen richtig raus mit den Karten. Ein Aggro Druid könnte funktionieren. Rempen wir uns den Arsch kaputt? Probieren wir das mal. Malfurion gegen Riesenflosse! Riesenflosse! Ich muss die Wildnis schützen. Das hilft mir jetzt nicht so wirklich weiter. Das hilft mir nicht so viel. Da kommen wir es besser. So, ja. Sie meinen? Das ist aber sehr unverschämt. Okay, da kann es besser. Schon lange keine Murlocs mehr gespielt. Ich kann es überhaupt nicht mehr. Der Lee hat es nicht mehr drauf. Alter, was geht denn? Oh, der ist ja putzig. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Best Murloc ever. Der 3-2. Der ist ja der Hammer. Der 3-2, der hat ein bisschen viel Angriff. Ha. Da habe ich im Moment ein bisschen Glück. Au, der wird langsam ein bisschen sehr stark. Au. Au. Von dem lasse ich mich. Der darf mich zwischendurch machen. 3, ja. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Sollen wir welche loswerden? Na, zum Glück gebe ich ihm nicht zusätzliche Karten im Moment. Au, au. Oh, der kommt ganz gut. Ich muss das Land bewachen. Ja, jetzt kann er aber langsam eine Karte mehr ziehen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Ah, dafür wächst der Naxxramas-Schemen. Der Shade of Naxxramas. Wächst sich den Arsch kaputt. Wo soll ich zuschlagen? Spürt den Zorn. Oh, den werden wir los. Oh, jetzt kann er zwar viele Karten ziehen. Das ist natürlich die perfekte Heldenfähigkeit für einen Murloc, der mit vielen günstigen Karten daherkommt. Absurd! Seid nicht kindisch! Den braucht man echt als Sub-Emote. Das ist ja der Hammer. Best ever. So, der links ist weg. 4, 6. So, wir wollen mal so viel wie möglich loswerden. Ich habe den Tiger im Zahn. Da muss er leider dran glauben. Den Tiny Finn. Ich bin schon fast ein bisschen leid. Auch nicht so viel. Genau in der richtigen Reihenfolge gespielt. Alles richtig gemacht. So. Spürt den Zorn der Natur. 11, 13. Na, hauen wir die doch lieber weg. Spürt den Zorn der Natur.
den weg. Aufs Face. So. So, und der Shade von Anfang an überlebt, der hat sich gelohnt. Darf es auch beenden? Darf ich vorher nochmal drohen? Die Natur wird sich gegen euch erheben. Ich danke euch. Was haben wir? Eine Schande. Mit einer besseren Erziehung wäre das gewiss nicht passiert. Das glaube ich auch nicht. Rückkehr der Verflossenen. Und Miniflosse. Miniflosse. Tja, und damit steht der letzte Gegner fest in diesem Modus. Und den werden wir gleich sehen. Ich bin gerade gedanklich von woanders. Ich muss vielleicht was probieren. Aber wir sehen uns das mal gleich den nächsten Boss an und Riesenflosse war ja kein Problem.